Wir sehen zum Beispiel etwas, was in Bukhari überliefert wird, was als Sayyidul Istighfar genannt wird. Sayyidul Istighfar, das heißt, die allerhöchste Form des Istighfar, die man aussprechen kann. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt darin, Sayyidul Istighfar, an taqul, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'at. Er sagt, O Allah, du bist mein Herr. Wir nummerieren mal die Sätze hier. Du bist mein Herr. Niemand ist der Anbetung würdig außer dir. Und hier ist ein ganz interessanter Punkt, den ich kurz mal, bevor wir weitermachen, erwähne. Er sagt hier, La ilaha illa ant. Ilah. Ihr habt das Wort Ilah bestimmt schon mal gehört, ne? Ilah. Wisst ihr, das Wort Ilah hat selbst an sich etwas Spirituelles, wenn man das begreift. Du kannst das Wort Ilah auf einer rein theologischen, durch einen rein theologischen Aspekt betrachten. Das heißt, der Anbetungswürdige, niemand ist anbetungswürdig außer Allah. Aber du kannst es aus einem anderen Aspekt betrachten, aus einem spirituellen Aspekt, der ein gewisses Bewusstsein bei dir fördert, eine gewisse Gesinnung. Manche der Sprachwissenschaftler sagen, dass das Wort Ilah aus dem Begriff Al-Wala kommt. Al-Wala. Ilah kommt aus dem Wort Al-Wala. Wisst ihr, was Al-Wala ist? Habt ihr schon mal eine Kamel, so eine Kamelstute gesehen, die frisch entwöhnt wurde? Wurde frisch entwöhnt und wird der Mutter weggenommen. So schon mal gesehen? Diese Kamelstute, wenn sie entwöhnt wurde, frisch entwöhnt, und dann auch noch der Mutter weggenommen wird, sie äußert eine gewisse Neigung, ein inbrüstiges, ein intensives Sehnen nach der Mutter. Eine Leidenschaft. Das nennt man, man sagt, Wali al-Fasil ila ummihi. Und das Wort al-Ilah kommt nach der Aussage einiger der Sprachwissenschaftler, Linguisten und auch der Mufassirun. Sie erwähnen, dass das Wort Ilah kommt aus dieser Bedeutung. Und hier sehen wir etwas, einen Aspekt, der mit dem Herzen zu tun hat. Diese Verbundenheit und diese Leidenschaft, dieses Sehnen. Das nennen sie auch Shauq ila Allah. Das Wort Al-Ishq gefällt mir nicht. Ihr kennt das vielleicht auch. In manchen Sprachen wird es benutzt, Al-Ishq. Al-Ishq ist nämlich etwas, ist so eine sinnliche Liebe. Ja, aber Al-Ishq wird oft verbunden mit der Liebe zwischen Mann und Frau, seiner sinnlichen Liebe. Und deswegen viele der Gelehrten sind der Auffassung, dass man das Wort Al-Ishq nicht unbedingt ganz passend ist im Verhältnis zu Allah Ta'ala. Aber Al-Shawq. Al-Shawq ist auch eine Form von Liebe, die mit einer gewissen Sehnsucht verbunden ist. Einer intensiven Sehnsucht. Jedenfalls, danach sagt er, du hast mich geschaffen und ich bin dein Diener. Ich halte mich an dein Abkommen und Versprechen, soweit ich es vermag. Ich suche Zuflucht bei dir vor dem Übel, das ich anrichte. Deine Gunst erkenne ich an und meine Sünde gestehe ich ein. Jetzt kommt, nachdem er all diese Sachen genannt hat, hier lehrt uns der Prophet, wie das Dua aussehen soll. Das Dua kann auch mal detailliert sein. Es kann detailliert sein. Du erwähnst detaillierte Zustände von dir, Eingeständnisse, die du machst. Das sind alles Eingeständnisse, oder nicht? Anta Rabbi, hier gestehe ich ein, dass Allah Ta'ala der Herr ist, der Schöpfer, der Besitzer, der Walter. Du hast mich geschaffen. Das ist eine Folge davon, dass er Herr ist. Er hat mich geschaffen, er ist mein Herr. Das hat eine weitere Folge. La ilaha illa ant. Niemand ist der Anbetung würdig außer dir. Und jetzt, er ist der Angebetete, der Anbetungswürdige, mein Schöpfer und mein Herr. So, was hat das? Wie sollte meine Beziehung zu ihm sein? Er sagt, ana abduk. Ich bin dein Diener. Ich bin dein Diener, dein unterworfener, ergebener Diener. Dann erkennt, dann kommt was Neues, eine neue
ein neues Geständnis. Er gesteht die menschliche Verletzbarkeit ein und die göttliche Vollkommenheit. Er sagt, ich gestehe deine Gnaden ein und ich gestehe meine Sünden ein. Und nachdem er all das gemacht hat, das ist in Realität ist ein Lob. Das ist ein Lob. Er lobt Allah Ta'ala und gesteht seine eigene Schwäche und Verletzbarkeit ein. Nachdem er all das gemacht hat, eingeleitet hat für sein Dua, das ist eine Form des Tawassul. Eine Form des Tawassul, indem er Allah Ta'ala lobt mit seinen Vollkommenheiten, seine eigene Schwäche akzeptiert und auch eingesteht. Und dann sagt er, فَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْ. Darum, dieses Fa ist wieder hier, das sagt so darum. Also weil das eben alles so ist, vergib mir, denn es vergibt niemand die Sünden außer dir. Was, warum ich das hier erwähne, unabhängig davon, dass das als Sayyidul Istighfar genannt wird, der Prophet sagt, man qalaha muqinan. Wer diese Worte in Gewissheit und Überzeugung sagt, am Tag und zur Nacht stirbt, wird er ins Paradies gehen. Er sagt hier, muqinan, Gewissheit. Kann ich etwas in Gewissheit sagen, wo ich nicht mal verstehe, was ich da ausspreche? Einfach einen chinesischen Skript runterlesen und begreife gar nicht. Inwiefern ist das ein Dua? Wisst ihr, was Dua bedeutet? Dua bedeutet Ergebenheit, Zerbrochenheit, dass man eine gewisse, dass man sich sozusagen vor Allah Ta'ala zerbricht, dass man eine der Ulama sagte, wenn du verstehen willst, was das Dua bedeutet, dann schau dir einen Bettler an. Schau dir einen Bettler an, der bei voller, nicht diese Mafia-Bettler, sondern Bettler, der wirklich so in einer so starken Not ist. Schau dir an, wie er jemanden anbettelt und in welcher Intensivität. Und wie die Bitte aus seinem Herzen kommt, das bedeutet Dua. Das kann aber nicht passieren, wenn ich einfach ein Skript runterlese, voll mit kaltem Herz. Das ist nicht das Dua. Das ist besser, mach das Dua in deiner Sprache. Sag etwas, was du verstehst.